Willkommen zurück zu Clash of Clans. In der letzten Folge habt ihr schon gesehen, die Meisterhütte wurde verbessert. Jetzt ist sie fertig und wir werden auch gleich die Sachen bauen. Okay, ein Armeelager können wir uns nicht leisten. Elixierlager. 30 Minuten, was zum Teufel? Dauert das alles so lange? 1 Minute, 30 Minuten, 15 Minuten, 2 Stunden? Och man. Ich wollte eigentlich ganz viel machen, geht aber scheinbar nicht. Ist natürlich doof. Ach ja, wir wurden angegriffen. 100% mit Ballons. Mit Ballons schaffen wir so gut wie gar nichts und ich habe nicht genug Truppen ausgebildet. Geht ja gut los. Ah, ich kann noch ein Riesenmeer mitnehmen. So, dann noch 28 Sekunden. Oh Gott. Ist ja ein schreckliches Geräusch. Den einen Elixiersammler können wir inzwischen auch verbessern. So, und dann können wir mal angreifen. Oh, Moment. Meisteringenieur. Meisterhütte auf Level 3 verbessern. Ich greife eher die Kobolde an. Fortknops. So, und hier setze ich die Bogies. Ah, nein, so wird das, glaube ich, nichts. Und ich habe dafür meine ganzen Truppen verbraucht. Toll. Hier können wir auch nichts verbessern. Die eine Kaserne noch. Ja, Einmal abbauen. Was stört mich weniger, das oder das? Keine Ahnung. Feuerfrei, 3 Magier. Kann ich überhaupt schon Magier? Nein, kann ich nicht. Eismagier. Ah, nur für kurze Zeit verfügbar. Dann, greifen wir hier an. Oh, ups. Den habe ich nicht gesehen. Mist. Ich habe den Tesla nicht gesehen. Ich habe nicht darauf reagiert. Toll. Ah, es muss alles schief gehen. Und das noch in den ersten 5 Minuten des Videos.
150.000. Das Armeelager können wir hier mal verbessern. Dauert das noch? Ah ja, Rathaus 5 brauchen wir dafür noch. Sieben Mauern fehlen noch. Kosten jede 10.000. Perfekt, hat genau gereicht. Das dauert nur noch 6 Sekunden. Mal sehen, ob wir diesmal besser angreifen. Och nö. Versuche ich es mal mit Schleichschützen. So. Ein Bogi reicht nicht. So. Schade, ich habe die Kanonen nicht gekriegt. Ah. Aber trotzdem gewonnen. Wie hat der denn angegriffen? Aha. Ah ja, da alle Barbaren einfach hingesetzt. Doppelkanone konnten alle fertig machen. Haben natürlich die meisten Leute bekommen. Ja, okay. Natürlich doof. Und das ist auch doof. Uhrenturm kaputt. Juwelenmine kaputt. Kampfmaschine kaputt. Uhrenturm können wir noch nicht machen. Ach, schade. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz gewartet, bis die Truppen fertig sind. Okay, keine Fallen. Nichts in den Ecken, okay. Das ist ja dann ganz gut. Die Riesen gehen aufs Rathaus. Und bam. Rathaus ist weg. 2 Sterne. 60%. Der hat auch schon einen Weihnachtsbaum. Nee, 2. 2 und eine Juwelenkiste. Und da war eine Bombe. Oha, noch eine Bombe. Und 100%. Perfekt.
So, die brauchen auch nur noch 18 Sekunden. Hier könnten wir auch noch mal angreifen, auch wenn es nicht wirklich lohnt. Und so. Oh, ups. Ich nehme lieber noch ein Riesenmeer mit. Die halten mehr aus. Der hat auch hier so seine Verteidigung ganz am Rand, aber der hat zu wenig Loot, finde ich. Ich habe bei dem eben gar nicht geguckt, wie viel Loot der hat. 10.000 und 9.000. Aber seine Verteidigung ist auch schon etwas stärker. Ich versuch's mal. Der läuft in die falsche Richtung. Die sollen dahin laufen. So, dann hier noch die restlichen Bogies. Und zwei Sterne schon mal. Der hat noch keine Klemmburg. Auch zwei Weihnachtsbäume und eine Juwelenkiste. Naja. Hatte der überhaupt keine Fallen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist so ein bisschen gerusht. Naja. Ich bekomme ja den Loot. Oh, Sternebonus. Das ist natürlich schön. 80.000. Davon mache ich erstmal die Kaserne. Und mit den 100.000 Gold kann ich erstmal gar nichts machen. So. So, dann machen wir mal hier noch einen Angriff. Mal sehen, ob wir gewinnen. Haben wir nämlich volle Lager. So. Kommt schon. Greift die Kanone an. Greift doch einfach die Kanone an. Warum greifen wir nicht die Kanone an? Sind sie zu doof, die Kanone anzugreifen? Och Mann. Ja, ein Stern. Dann schauen wir mal kurz noch dem Gegner zu. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Und. Ah, der hat zwei Sterne. Ah. Ja gut, wir haben verloren. 1% und ein Stern. Nun gut, bis zum nächsten Mal werde ich dann wahrscheinlich noch ja, das Goldlager haben. Wahrscheinlich noch eine Kanone. Die Mauern alle fertig machen. Und die Fallen auch. So. Und hier mit den 103.000 Gold mache ich, glaube ich, die. Den Minenwerfer. Ja gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Freut euch auf Weihnachten.
mit dem wunderschönen Weihnachtsbaum und meinen Videos, jeden Tag ein Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.